Liebe Freunde, wieder einmal ein herzliches Willkommen zu einem Video über die Pfeifenmacherei aus meiner Werkstätte. Und heute beschäftigen wir uns einmal mit den Reparaturen. Das ist ja auch ein ganz heikles Kapitel, weil die wirklich gebrauchten Pfeifen werden kaputt. Die im Regal stehen oder in der Schublade liegen, seien sie noch so schön, werden nicht kaputt, gell? Wenn, dann wird die Lieblingspfeife kaputt. Und ich habe da ein paar schöne Exemplare, die es zu reparieren gilt. Und jetzt möchte ich Ihnen das zeigen, dass das doch auch einen relativen Arbeitsaufwand mit sich bringt. Und hoffe, dass ich Ihnen da ein bisschen das näher bringen kann, wie sowas gemacht wird. Wir sehen also jetzt diese Stücke, die es zu reparieren gilt. Das ist alles vom Gleichen, der jetzt einmal ein großes Rambazamba veranstaltet. Da haben wir drei schöne Lorenzpfeifen, aber wenn Sie da vielleicht genau schauen, okay, man, da ist jetzt nur der Zapfen abgebrochen, ein wunderschönes Modell, aber halt innen drinnen auch, man sieht das jetzt vielleicht nicht so gut, ist ein bisschen was zum Ausgau. Da ist die Lieblingspfeife dieses Kunden, man sieht also innen drinnen auch die Rauchkammer schon sehr zugewachsen. Ist auch die Oberfläche zu reinigen und meistens, so wie es halt passiert, da Mundstück abgebrochen, das gleiche bei dieser Pfeife oben sehr stark verschmutzt, muss man halt die ganze Rauchkammer ein bisschen ausfräsen, da ebenso wieder das Mundstück abgebrochen und das ein sehr viel gebrauchtes Stück, man sieht es schon, das da unten sogar ein kleines Loch hat, gell? Man sieht das da. Das wir auch ausbessern werden, weil er gemeint hat, das ist halt auch eine seiner Pfeifen, die er halt am liebsten hernimmt. Ich muss dazu sagen, es rendiert sich natürlich, da haben wir noch so einen Patienten, da ist überhaupt das Mundstück abgebrochen, durch zu viel Belastung auch sehr ausgeraucht. Es rendiert sich immer, eine Pfeife reparieren zu lassen. Weil auch bei einer günstigen Pfeife, das heißt, muss nicht viel Geld dafür ausgegeben worden sein, ist es einfach so, dass wenn die einmal schön eingeraucht ist und eben vom Zug her den Wünschen des Kunden entspricht, dann rentiert sich das natürlich für diese, sage ich mal, 20 bis 30 Euro, die so eine Reparatur, je nach Aufwand, dann schlussendlich kostet, sich ein neues Mundstück machen zu lassen, weil man dafür oft nicht eine gleichwertige Pfeife bekommt um dieses Geld. So, aus dem großen Fundus von Mundstücksformen haben wir uns jetzt die passenden Mundstücke dazu ausgesucht, die wir benötigen, um diese Reparaturen machen zu können. Und Sie sehen schon, es gibt halt also bestimmte Formen, wo man ein bisschen flexibel sein muss und das auch dementsprechend kürzen muss, dass die Länge wieder stimmt, weil der Kunde möchte halt wieder genau das gleiche Mundstück haben, wie er es schon gewohnt ist und nicht irgendwas anderes. Jetzt müssen wir uns da halt dran halten. Jetzt haben wir da mal den alten Zapfen entfernt, das natürlich auch wichtig ist. Ja, bei den Zapfen hat sich herausgestellt, dass die Firmen halt immer ihr eigenes Süppchen kochen und jeder halt unterschiedliche Bohrungen macht. Meine, manchmal ist es natürlich fein, wenn man immer dieselben Zapfengrößen verwenden kann, weil man sich einfach viel Arbeit erspart und das schlussendlich auch ein bisschen Finanzielle beeinflusst. Gell? Je mehr Aufwand, desto teurer ist es natürlich. Man kann auch aus der Stange Zapfen formen, man kann auch das Mundstück beim Einspannen den Zapfen gleich aus dem Mundstück machen. Es hat sich aber bei diesem Acrylmaterial nicht so bewährt, weil das zu spröde ist und zu leicht springt. Ganz wichtig ist natürlich, dass diese Verbindung, wie man jetzt da bei dieser gezapften, neu gezapften, dass das natürlich ganz plan ist wieder und schön passt. Das heißt,
Man muss schon schauen, dass das alles immer schön gerade ist. Oft muss man auch drüber schleifen, also man muss auch oft einmal in das alte, in die alte Farbe hineinarbeiten, was aber an und für sich kein Problem darstellt, weil man das halt dann wieder genauso beizen kann, wie man es dann braucht. Aber wichtig ist, dass diese Verbindung richtig sitzt und passt. Bei den anderen Mundstücken müssen wir jetzt schauen, dass wir die Größe auch schön hinbringen, dass wir dann weniger Arbeit haben. Jetzt bringen wir den Zapfen da rein. Ich nehme da immer Superkleber, weil das hat sich einfach bewährt. Man könnte auch einen Zwei-Komponenten-Kleber hernehmen, aber der Superkleber hat sich sehr gut bewährt. Haltet auch die Hitze gut aus und vor allem, man kann sofort weiterarbeiten. Das heißt, da müssen wir mal schauen, dass das schön plan und eben ist. Jetzt haben wir die ungefähre Größe gehabt. Das wird ein Sattelmundstück. Ich habe leider keinen Rolling zur Hand gehabt, der genau der Länge entspricht. Das muss ich halt aus diesem Rolling dann den Sattel rausschneiden mit der Bandsäge. Also Sie sehen, es ist auch hier noch sehr viel Handarbeit vonnöten, dass diese Pfeife dann jetzt da zu schwer. Deswegen muss man da ein bisschen Material wegnehmen, dass wir die schön hinbringen. Bei diesem Stück haben wir ja ganz eine spezielle Aufgabe. Das heißt, das ist also ein abgesetztes Mundstück, das ist eher aus meiner eigenen Produktion, da leider da unten abgebrochen. Und jetzt ist da halt natürlich einige Drechselarbeit erforderlich, dass wir das identisch wieder herstellen und das machen wir jetzt. Jetzt haben wir also alle Mundstücke angepasst. Man sieht das hier. Und jetzt muss man natürlich da, jetzt so wie da zum Beispiel, das sind jetzt Kanten, muss man natürlich mit der Schleifscheibe und zuerst vielleicht mit der Säge noch ein bisschen das Ganze ein bisschen in Form bringen, um dann zügig weitermachen zu können. Bevor wir jetzt weitermachen und das schön verschachteln, müssen wir jetzt schauen, dass wir innen das auskratzen können, was da an zu viel ist, was im Laufe der Zeit halt durchs Rauchen entsteht. Da habe ich so Löffelbohrer mir machen lassen, schon vor Jahrzehnten, und mit denen geht das ganz gut und da kann man wirklich ganz gezielt und vor allem rund bleibend das rausnehmen. Sehen Sie, was da rausgeht, gell? Das ist ja ein Wahnsinn. Gell? Und so kriegen wir das innen wieder schön rund. Eines der größten Probleme ist sicher, dass viele entweder zu wenig reinigen und, oder mit den falschen Gegenständen reinigen. Gell? Es gibt auch Menschen, wo es nicht zusammenwächst, sondern wo es immer dünner wird im Laufe der Zeit. Das ist genauso schlecht. Man sollte immer irgendetwas nehmen, was schön rund bleibt, gell, gemeinsam. Aber sehen Sie, da geht sehr viel raus. Da haben wir so ein Beispiel, ich hoffe, man sieht das schön, oder sonst muss man sich das vorstellen, da ist das innen auf einer Seite mehr zusammengewachsen als wie auf der anderen Seite. Das ist halt vom schlechten Reinigen. Und jetzt muss man da natürlich schauen, dass man zuerst ein bisschen eine Rundung einbringt, dann nehme ich die biegsame Welle dazu her. Ich meine, das ist bei mir immer so ein Service, bei jeder Pfeifen-Mundstücksreparatur schaue ich automatisch, ob die Rauchkammer noch in Ordnung ist und man tut halt gegebenenfalls das ein bisschen verbessern. Das ist überhaupt unser spezieller Freund, der da durchgebohrt hat. Das ist in der Hektik und im offenen Gebrauch dieser Pfeife. Hat halt da ein Loch, da werden wir dann noch einen extra Bonus, werden wir da ein Holz einsetzen und das ein bisschen ausbessern. Sonst ja ein ganz nettes Pfeife, vor allem mit den Initialien von ihm noch drinnen, Initialen, also das rentiert sich sicher, das neu zu machen. So, da arbeiten wir jetzt mit dem Fräser noch ein bisschen nach.